Jo, wir nähern uns dem Ziel, allerdings ist hier gut was los. Das sind, glaube ich, keine Piraten. Das sind richtige Stationen, also eine Forschungsstation, eine Repair Station und ein bisschen anderer Krams. Ich denke, das ist eine legitime Fraktion, die einfach nur sehr schlecht mit uns steht. Oh, ist noch ein bisschen Strom, da können wir hier wegspringen. Die wird übrigens gerade von jemandem einmal angegriffen. Also man sieht hier oben diese Lilanen. Die Emirat of Izhu, die greifen die Smir Dominion an. Die Smir-Leute sind die Roten. Also ich weiß nicht, ob jetzt dieses Schmuggelding vielleicht eine Falle war, damit die uns hier mitten in das Gebiet reinlocken. Sieht soweit jetzt aber okay aus. Gut, dann plane ich meine nächste Route. Nicht zu irgendwelchen grünen Bonken. Weil hier das wahrscheinlich alles mit zu den Smeje-Leuten gehört. Ich habe unterwegs eine ganze Schnur von Equipment Stations gefunden. Die jetzt allerdings zerstört wurden teilweise. Also das da wurde zerstört. Weil überall, wo die Research Stations sind, also diese Atomsymbole, da ist jeweils auch immer eine Equipment Station dabei. Was das Ganze sehr angenehm macht. Die gab es früher nämlich nicht. Das heißt, da können wir dann regelmäßig hin und her springen, solange bis wir halt die Sachen bekommen, die wir brauchen. Ich habe da auch schon Schnäppchen gemacht. Leider keins zum Springen, sondern unsere ersten Airminer. Oh oh. Oh oh. Das ist ein Boss. Hallo Boss. Was willst du? 287.000. Ups, das war der Autopilot. Hey Zwiggy, ich habe keine Zeit. Ich werde von einem Boss verfolgt. So, er warnt uns, dass es hier zu schwer für uns ist. Ja, das habe ich gemerkt. Verfolgt der Boss uns nicht? Also eventuell hatten wir gerade richtig Glück, dass der Autopilot an war. Dadurch wurde dieses Blackmail-Ding unterbrochen. Und dass direkt danach dann Zwiggy kam mit der Warnung, ey, du fliegst gerade in ein sehr schwieriges Gebiet. So, hier sollen wir es irgendwo hinbringen. Wohin genau? Track. In exchange for a lot of money. Das da? Ein einzelnes Schiff. Wir werden sterben, oder? Hallo? Ich habe die Ware. Gut. Was ist meine Bezahlung? Woher weiß ich, dass du mich bezahlen wirst? Okay, hier. Danke für die Kooperation. Ich bin dann mal auf dem Weg. Ha. Arsch. Es sieht so aus, als wärst du von Botan und seinen Schmugglern ebenfalls betrogen worden. Scheinbar haben wir jetzt einen gemeinsamen Gegner. Ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Treff mich bei -175, -217. Ja. Dann haben wir hier jetzt noch die Willkommensnachricht von den Smerje-Leuten. Also Willkommensnachricht, das sind die, die rot waren, ne? Und eine Quest für die Mining Laser. Die Mining Laser Geschichte würde ich ganz gerne machen, weil als Belohnung kriegen wir noch mehr Mining Laser. Ich würde allerdings vorher ganz gerne weg, weil wir sind jetzt auch schon zu nah dran an, relativ gesehen, an dem Kern der Galaxie. Das wird alles zum Smear hier gehören, ne? Mist. Spring mal.
so weg. Ja, also raus aus dem Smeagol-Gebiet. Weiter randwärts von der Galaxie. Da können wir dann den R-Miner raufbappen. Wir brauchen dann auch ein bisschen Platz im Cargo, aber ich glaube, das, was wir haben, könnte schon fast reichen. Wir müssen dann ein bisschen Titan sammeln und das dann einmal raffinerieren. Also Zwiggy will uns halt zeigen, wie das geht, ne, mit dem Raffinerieren und so. Hallo Boss schon wieder. Der Autotimer noch aktiv? Ich werde mal gehen. Er ist 13 Kilometer weit weg. Ich werde dich töten. Berechne schneller, berechne schneller, berechne schneller, berechne schneller. Torpedo. Oh. 110 Sekunden Timer. Outlaw, go away. We are waiting for a friend. Ist das zufällig ein Piratenboss, dein Freund? Beschützt ihn da hinten. Nix, aber der eine verfolgt uns. Jungens. Er hat wieder auf Schmuggler gehofft. Okay, springen wir einfach in ein leeres Gebiet. Tam, tadam, tadam. Weg. Da haben wir den Equipment-Dock. Wir haben nicht besonders viele Asteroiden. Das ist unschön. Ich hoffe mal, da sind mehr. Wir können leider nicht Armslots. Wo sind die beiden Drills, die ich gefunden habe? Da. Die brauchen jeweils nur einen Slot. Ne, die sollten wir anbringen können. Das heißt Air Mining Laser. Das sind auch Titanium Air Mining Laser. Das heißt, damit könnten wir schon Now Night abbauen. Ja, Milestone unlocked. Add Air Mining Laser to your ship. Wir brauchen 250 oder mehr Cargo Space. Wir haben 130. Jetzt haben wir 261. Quest wurde nicht aktualisiert, aber sollte trotzdem gehen. Bin mir nicht ganz sicher, warum es nicht aktualisiert. Hatte ich aber schon mal. Ist okay. Und jetzt tun wir so, als wenn wir ganz normale Miner wären und nicht Schmuggler, Bosswegläufer, Stationsüberfaller und all so eine anderen Sachen. Da wird schon wieder rumgeschossen. Zbempfmüffen-Kollektiv gegen... Ach, die Aliens, die reingeportet sind. Ja, okay. Ist der Miner noch mit eingeschlossen? Ja. Okay, also wir sollten auf jeden Fall was sehen, wenn hier was in den Asteroiden drin ist. Ne, Eisen brauche ich nicht unbedingt. War knapp.
glaube, das ist eine reine Eisenecke hier. Plan schon mal den nächsten Sprung. Da könnte ruhig sein. Also einfach nur Asteroiden. Ganz. Aber ich kann hier ein bisschen außenrum wuseln, solange die mich in Ruhe lassen. Wir haben auch nur noch 9 Sekunden Time, also wir kommen jederzeit weg. Ich setze schon mal einen Kurs. Wir müssen jetzt einmal unseren Cargo voll machen. Da wir jetzt Titanium-Miner auch haben und Titanium selbst abbauen, ist die Quote auch wesentlich besser. Also es dauert nicht so lange wie mit Eisen Titan abbauen. Guck dir das mal an, wir haben jetzt schon 1500. Es geht so viel schneller mit den Dingern. Also als Ausgleich müssen wir das halt immer zu einem Resource-Depot bringen und dann da kurz warten, bis das alles verarbeitet wird. Am Anfang sind es nur ein paar Sekunden, später kann es aber wesentlich länger dauern. Um das dann auszugleichen, kann man selber später Resource-Depots bauen, also mehrere in einem Gebiet. Und das dann so wieder gegensteuern. Sonst ist es halt tierische Verschwendung. Also die Airminer hier sollten irgendwie 80% Effektivität rum haben. Oh. Ne. 80% Effektivität rum haben, die regulären Nicht-Airminer, die sind eher so bei 10-20% rum. Da war ein Container. Ja. Ich glaube, wenn man da mit dem Asteroid in der Mitte was macht, greifen die einen an. Sieht auf jeden Fall sehr ominös aus. Omikron-Einer. Nö. Ich bin da mal weg. Macht ihr mit eurem Asteroiden, was ihr wollt. Seh nur Eisen. Du hast einen Wrack. Hey, stay here. We will prove ourselves against you. Willst du kämpfen? Bin mir halbwegs sicher, dass wir die schaffen könnten. Die nehmen jetzt ja nur unsere Annahmen-Slots weg, ne? Dann sortieren wir nach DPS pro Slot, Precise Minigun. Und dann die Sprayer. 3. Gut. Dann müssen wir jetzt allerdings die Waffen ein bisschen mal zuordnen, weil wir haben jetzt sowohl Miner aktiv als auch die anderen Waffen. Das heißt, du bist jetzt Kategorie 2. Ihr seid Kategorie 1. 2 ist jetzt ausgeschalten. Unten. Kurs einlegen. Geht doch immer weiter nach unten. Schauen wir mal, wie viel Schaden er macht. Es geht. Ja, es geht sehr. Die sind halt chunky. Haben kein Schild oder so, aber einfach sehr viele Blöcke.
Problem ist, wenn wir die jetzt gleich besiegen, kommt meistens noch eine Welle. Und dann noch eine Welle. Dafür sind wir nicht wirklich vorbereitet, oder? Ja, da sind sie. Okay, weg, 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 weg. Was gemacht und alles? Gerne mal wieder. Nicht jetzt. Haben wir irgendwas Tolles bekommen? Kein Modul. Da blinkt was. Reliable Force Cannon. 5000. Ja. Hält sich in Grenzen. Wir haben genug Leute, die Mechanics. So, your ship will get repaired faster. Sehr gut, dann müssen wir sind jetzt bei 67%. Das können wir uns mal ein bisschen merken. Und schauen, wie lange das dauert. Die sollten jetzt effektiver arbeiten, weil mehr Männer zugeteilt sind. Und dann ganz langsam das Schiff wiederherstellen, ohne dass wir Ressourcen verbrauchen, ist der wichtige Punkt. Also, Duct Tape. Sehr, sehr viel Duct Tape. Uhu. Dann haben wir hier 1200. Das könnte schon fast reichen, oder? Ups. 1 aus, 2 an. Es gibt sogar Mods, die nur den Sound ändern von den Asteroiden, wie sie reinplinkern. Danke, ist es doch nicht gereicht mit den 1200. Das ist ein ganz schöner Batzen, den wir gleich refinern. Viertel voll. Die mögen uns hier noch nicht so sehr. Wer seid ihr? Die Zwerpmoth. Waren die Zwerpmoths nicht rot? Die Zwerpmoths waren die, die die Roten angegriffen hatten. Am Anfang der Folge. Wir müssen die alle mal unterjochen und den ordentlichen Namen geben. Das geht so nicht. Ist doch bestimmt. Nee, ist keine Resource Station. Schade. Dann springen wir einfach blind ins nächste grüne System. Sehr viele Minen. Müsste doch irgendwo auch. Nein. Nein. Die machen ja einfach nur ihr Ding. Ja. Ist dann aber eine sehr gute Stelle, um einen Miner Captain zu finden. Nein. Also die verschiedenen Klassen von Captains sind. Das ist nur normal. Was hast du? Lower risk of being ambushed, reduced profit, smaller yields when refining. Nein, 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 nein. Also Schmuggler sind eher in Trade Stations und Smuggler Stations zu finden. Meine halt eher in den Minen. Trade auch in den Trade Stations, die Kampfoffiziere eher in den Military Outposts und so weiter. Und da hier so viele Minen sind, ist es eigentlich
Will einen höheren Gehalt, ist schneller mit Aufgaben, weniger Profit. Nein. Oh, das sieht gut aus. Also es ist schon mal ein Miner. Das heißt, er sieht man da hinten aus, als hätte er so ein Mining-Modul drin. Er hat schon mal zwei weitere Annahmeslots für Mining-Turrets. Und die Mining-Duration, also von diesen Missionen, die man in Auftrag geben kann, die halten länger. Was in der Regel ganz gut ist. Den kann man nämlich schön passiv lange laufen lassen. Will 30.000 an Gehalt. Das ist ein Zacken. Er kriegt mehr Erfahrungspunkte. Er will weniger Gehalt. Er wird seltener überfallen. Und es kostet weniger Ressourcen, ein Kommando auszufüllen. Macht mehr Profit, wird aber auch eher wahrscheinlich überfallen. Das sollte sich ausgleichen. Nee, der wird gut. Den nehmen wir. Das ist bei der Mine hier. Echt gegen Crash. Das ist nicht die Mine. Oh, das ist die da ganz hinten. Ja gut. Dann nehmen wir den erstmal mit. Wobei, wir können ihn schon hier reintun. Den Auftrag mit den Airminern jetzt erfüllen. Die Airminer auch ausrüsten. Airminer auch ausrüsten und ihn auf die erste Mission schicken. Bob. Eier Crew. Teuer. Ist okay. Wollen kein Platin kaufen, danke. Wir wollen jetzt einfach nur zum Resource Depot. Wir haben Probleme mit Überbevölkerung? Warte mal. Your ship is overpopulated. Kick. Wie viele haben wir? Oh, noch einen. Einer weniger. Kick. So. Wo war das Problem? Die häufigste Art von Station im Universum. Sie nicht zu finden. Eine der nächsten Missionen sollte auch eine Scout-Mission sein. Ah, da. Sehr schön. Dann machen wir es folgendermaßen. Du spring da mal hin. So. Du dockst damit und auf dem Weg dahin zeige ich euch mal, wie das System jetzt aussieht. Also. Früher waren hier auch Mining-Befehle und Salvage-Befehle, aber man musste halt dann sagen, okay, du meinst jetzt hier, und wenn er die normalen Mining-Laser dabei hatte, hat er das ganz normal gemacht, weil man ja direkt die Mineralien bekommt. Hatte er R-Miner dabei, musste man dann noch danach einen Refine-Befehl geben, aber auch, dass er hin und her springen muss, dahin, wo denn eine Refinery ist und das ganze Loopen und so weiter, hatte ich ja schon mal erzählt. Jetzt haben wir hier Mine und dann wählen wir so ein Gebiet aus. So, dann sehen wir, es ist ein Gebiet von 225 Sektoren, die quasi gecheckt werden, wie viele Asteroidenfelder da sind, wie viele Piraten in der Nähe sind und dergleichen. Hat ganz viele Werte überall versteckt. Wir haben momentan eine Chance von 8%, dass wir überfallen werden. Das ist nicht gut. Wir haben eine Ausbeute, eine vermutliche Ausbeute von 22.000 bis 27.000 Eisen und 7.300 bis 9.100 Titan. Das Ganze wird auch geboostet durch die
Systeme, die drin sind, das ist momentan nur ein grünes System. Hätte er jetzt ein goldenes System, wäre das noch eine bessere Ausbeute. Man könnte hier auch noch Verteidigungsschiffe mitschicken. Man könnte weitere Miner mitschicken, um dann die Ausbeute noch zu erhöhen und, und. Außerdem können wir auch die Dauer erhöhen. Dann steigt das hier entsprechend, die Ausbeute. Aber die Chance, dass man überfallen wird, wird auch erhöht. Alle 30 Minuten in diesem Fall, also insgesamt viermal, würden wir so eine kleine Teilausbeute bekommen. Wenn wir jetzt nur eine Stunde nehmen, kommt das alle 15 Minuten. Sind also kleinere Häppchen. Was man auch noch machen kann, ist, man kann sagen, ich will gar kein Eisen haben. Dann kriegt man mehr Titan. Aber ich glaube, wenn man es primär macht fürs Geld, sollte man alles mitnehmen, was geht. Wenn man jetzt wirklich nur das Beste vom Besten haben will, was es in diesem Gebiet gibt, das ist auch sehr stark davon abhängig, wo im Universum man ist, weil hier gibt es halt nur Eisen und Titan. Wenn man das Beste haben will, einfach das obere wegklicken und dann geht das so. Ja, außerdem gibt es noch den Safe-Modus. Der nimmt dann hier x% von runter. Das heißt, hier wären wir jetzt bei 0%. Heißt, wenn wir den Miner jetzt losschicken würden, wäre der zu 100% sicher und er bringt auf jeden Fall diese Ressourcen mit. Wir müssen nur Start drücken und haben dann eine Stunde lang nichts, um das wir uns kümmern müssen. Das Ganze könnten wir auch hochdrehen. Auf 1,5 Stunden wäre immer noch sicher. Ohne irgendein Schiff, das das Ding begleitet. Also ja, das werden wir bald machen. Du refine alles 5 Sekunden. Das hat nicht funktioniert. Warum nicht? Wir hatten mehr als 250 Cargo. Collect 7500 Titanium. Oh. Du mich auch, du Nasenbär. Ja. Na gut, dann werde ich jetzt wohl mal losziehen und 7500 Titanium-Erz noch sammeln. Und ne, bist du weiß? Ah, 11.000 Eisen. Nee, Eisen wollen wir nicht. Ja, also ich werde auf jeden Fall jetzt ein bisschen Ressourcen sammeln und in der nächsten Folge schicken wir ihn denn hier alleine los. Und währenddessen basteln wir ein schönes Kampfschiff und toben uns irgendwo aus und überfallen Leute und schmuggeln und sowas alles. Wir müssen auch daran denken, dass wir unseren Schmuggler hier vorher rausholen. Ah, und den Miner da als Captain einsetzen. Das können wir jetzt schon mal kurz machen. So. Das sollte jetzt auch die Ausbeute auf der Karte. Nicht taktisch, auf der Karte. Sollte auch das jetzt verändern. Jetzt könnten wir es aber auf 4,5 Stunden hochschrauben mit einer 250.000 Eisen in der Zeit. Aber wenn ich dann auf Safe-Modus gehe, ist jetzt eine klitzekleine Chance, dass was passiert. Und es ist jetzt nur noch 200.000. Deswegen lohnt es sich später in einer Flotte loszufliegen. Ja. Und in 4,5 Stunden hätte er auch genauso viele Ressourcen gemacht mit den alten Befehlen. Aber es ist halt frickeliger. Also ja, absoluter Fan von dem neuen System. Ich mag sowas. Das sorgt dafür, dass man wesentlich größer planen kann und größer arbeiten kann später. Sei es drum. Jetzt Ressourcen sammeln und wir sehen uns gleich wieder.